Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin gestern mit einigen meiner Mädels im Avatar The Way of Water gewesen und möchte euch in diesem Video einfach mal ein bisschen davon erzählen und meine Review und Eindrücke halt einfach darstellen und mit euch teilen. Und ich kann hier am Anfang schon nicht versprechen, dass es spoilerfrei wird. Also ich denke schon, um das Ganze irgendwie ein bisschen zu thematisieren, muss ich die Handlung mit aufgreifen. Also für alle die Avatar noch nicht geguckt haben, kommt einfach später nochmal vorbei. Für all die sagen, boah geil, ich möchte trotzdem deine Meinung dazu hören, bleibt dran, danke dafür. Ich würde sagen, ich spiele euch jetzt einfach nochmal ein Stück von Trailer 1 und vom zweiten Teil ein, quatsch da ein bisschen was zu und dann sehen wir uns gleich genau hier wieder. In diesem Sinne, viel Spaß und let's go! Der zweite Teil spielt 10 Jahre nach dem ersten, wo Jake Sully zusammen mit dem Navi-Stamm der Umatikaya halt eben die Menschen von Pandora verjagt haben. Auf dem Planeten ist mittlerweile wieder Ruhe eingekehrt. Alle haben sich von der menschlichen Unterdrückung halt eben erholt. Und Jake und seine Frau haben mittlerweile eine eigene Familie gegründet und führen ein glückliches, unbeschwertes Leben. Nur wie das halt eben ist, die Idylle kann schnell vorbei sein und die Menschen kehren zurück. Schnell ist halt eben klar, was die Menschen wollen. Die wollen nicht nur wertvolle Ressourcen halt eben auf Pandora entdecken, sondern auch Rache. Und Ziel ist natürlich Jake und seine Familie. Und um die Liebsten zur Strecke zu bringen, holen die sogar den Colonel Miles zurück, dessen Unterbewusstsein bei seinem Tod gespeichert worden ist und auf einem Avatar projiziert wurde. Ja, und von da an macht er und andere Avatar Marines halt eben Jagd auf Jake und seine Familie, der natürlich erkennt, dass die einzige Möglichkeit, seinen Stamm zu beschützen, halt eben darin besteht, wenn er flieht. Und so flieht er halt zusammen mit seiner Familie und finden Zuflucht bei dem Stamm der Medkaina, die in und an den Meeren von Pandora leben und müssen da natürlich nicht nur mit der Skepsis der Stammesmitglieder und des Häuptlings leben, sondern müssen sich halt einfach beweisen, weil es sind Waldbewohner und die Medkainas leben natürlich im Meer und sagen dann schon von vornherein, eure Fähigkeiten aus dem Wald nützen euch hier nichts. Natürlich, wie sollte es anders sein, spürt dieser Colonel die natürlich da auf. Und Sully bringt die Medkainas und seine eigene Familie mal wieder in Gefahr. Einige Stimmen sagen, dass im zweiten Teil die persönliche Geschichte deutlich näher gebracht wird und man mehr aus dem Innenleben der Navi-Familie erfahren würde. Finde ich persönlich tatsächlich gar nicht. Ja, es geht zum größten Teil natürlich um deren Familie. So sehr sogar, dass Sully und seine Frau halt ab und an selber in den Hintergrund geraten, was generell keine schlechte Idee von Cameron ist, weil man natürlich mit den Kindern eine andere Story aufbauen kann, das definitiv. Aber ich finde, dass ich vom Innenleben mehr in Teil 1 erfahren habe, als wie in Teil 2. Aber das ist natürlich auch eine Empfindungssache. Also ich für meinen Teil habe einfach gemerkt, dass die 190 Minuten irgendwie vollgemacht werden müssten, beziehungsweise mussten. Am Anfang hast du Avatar noch so ein bisschen als Western- und Abenteuerfilm deklariert. Da wird beispielsweise ein Zug auf Pandora überfallen, wo du direkt irgendwie an so Western-Klassiker denkst. Dann gibt es eine Szene im Meer, wo ein Angriff eines Raubfisches halt eben stattfindet. Da denke ich dann persönlich, ach ja, das ist so ein bisschen der weiße Hai. Und auch gegen Ende kann man einfach einen Vergleich mit Moby Dick tatsächlich nicht von der Hand weisen. Da geht es dann halt um so eine Szene mit Wal. Und auch der Endkampf ist halt sehr an Camerons eigenen Film Titanic angelehnt. Cameron muss da natürlich eine Schippe drauflegen und das hat er geschafft. Also die grandiosen Computer und Special-Effekte sind sehr beeindruckend und ich finde tatsächlich auch, dass die CGI-Qualität besser ist, wie zum Beispiel bei manchen Marvel-Superheldenfilmen. Man fragt sich einfach bei diesen Unterwasserszenen, wie Cameron und sein Team das einfach gedreht haben. Also schließlich sind ja hinter den Schauspielern, hinter den Navis echte Schauspieler, die ja einfach nur in diesen Anzügen geschlüpft sind und tatsächlich diese gewisse Art des Tauchens lernen mussten. Ne? Und da hadert man tatsächlich und fragt sich, wie schaffen die das? Also wie drehen die das? Das ist einfach wirklich Wahnsinn. Auch wenn die Story von Teil 2 emotionaler ist, finde ich die sehr vorhersehbar. Eigentlich weiß man nach 30 Minuten eigentlich schon ganz genau, wie der Film ausgeht.
Und auch die Musik wirkt irgendwie von Teil 1 einfach in Teil 2 reinkopiert. Kann natürlich wirklich daran liegen, dass der Komponist vor Jahren verstarb und man hier einfach notgedrungen irgendwas ersetzen musste und einfach Musik aus Teil 1 halt einfach in Teil 2 ja, eingesetzt werden musste, weil es halt einfach nicht anders möglich war. Für mich persönlich ist das 3D keine Rede wert. Also ich finde es jetzt nicht so super. Also ich hätte mir das 3D auch sparen können. Letztendlich ist Avatar aber halt einfach ein Film, den man auf jeden Fall in einem qualitativ hochwertigen Kino gesehen haben muss. Und ja, wir können uns natürlich alle freuen, dass der Nachfolger bereits Ende 2024 kommt. So müssen wir nicht wieder 13 Jahre auf die Fortsetzung warten. Ja, der erste Avatar kam ja 2009 in die Kinos und war natürlich der Blockbuster und die Revolution im Kino. Ich fand die Bildgewalt der Flora und Fauna, die dargestellt worden ist, absolut unglaublich. Ich persönlich fand, zu dem Zeitpunkt hat es alles übertroffen, was bis dato wirklich im Kino gewesen ist. Ich meine, der Film hat für sich gesprochen, der war nominiert für 9 Oscars. Ich glaube, der hat 3 gewonnen, ich weiß jetzt nicht mehr in welchen. Machte natürlich halt einfach 3D auch so ein bisschen populär in den Kinos. Ne? Ich meine, danach kam dann der Hobbit und kam danach auch Star Wars. Ich glaube ja, halt im 3D und so. Was mir halt aufgefallen ist, also viele haben von dieser Tiefenschärfe und der hohen Detailgradigkeit des Bildes berichtet. Also ich persönlich muss sagen, im Trailer war die mega. Also wenn ich ihn hier zu Hause geguckt habe, in 4K, habe ich gedacht, boah, geil. Aber als ich im Kino gesessen habe, wir haben den in 3D geguckt, musste ich wirklich sagen, ich bin davon nicht überzeugt, muss aber eingestehen, es kann wirklich auch am Kino liegen. Also ich bin da sehr, sehr verwöhnt. Wir sind sonst immer in einem privat geführten Kino, was es nur in Camp Blindfort und nur in den USA, nur in Osnabrück gibt. Das heißt Hall of Fame. Wenn ich dran denke, blende ich euch vielleicht mal ein Foto davon ein. Also die Sitze sind viel, viel breiter, so richtig dicke Ledersitze. Du hast zwischen jedem Ledersitz einen Tisch. Und ja, die haben halt einfach dort eine mega krasse Bildqualität. Die haben Atmos, also für mich war das mit einer der ersten Erlebnisse. Wir sind halt einfach auch aufgrund dessen dahin gegangen. Ihr werdet genauso wie ich verstehen, dass wir Filme, Leidenschaftssammler, Filme natürlich vielleicht auch noch mit einem anderen Auge gucken, als wie zum Beispiel mit meinen 3 Mädels, mit denen ich da war. Die fanden die ganz toll und ganz super und ganz schön. Der Film ist gut, definitiv, aber ich gucke da halt noch mit einem anderen Auge drauf. Ne? Und deswegen ist mir da halt einfach aufgefallen, dass mich die Schärfe und die Tiefe überhaupt nicht überwältigt hat. 3D ist für mich total fehl am Platz. Also immer wenn so 3D-Szenen waren, habe ich das Gefühl gehabt, dass der Hintergrund der Szene total verschwommen ist. Kann wirklich tatsächlich an der Qualität des Kinos liegen. Wir waren im UCI. Und die haben ja später erst auf dieses iSense umgerüstet, was ja eine XXL-Leinwand bieten soll. Mega tolle VIP-Sessel. Was haben die noch dazu geschrieben? Und halt eben 4K. Also erstens ist die Leinwand nicht XXL. Also die ist in jedem anderen Kino meiner Meinung nach, wenn du 4K guckst, 4K produzierte Filme, beziehungsweise in dieser hohen Auflösung mit dieser krassen Bildrate, die sind ja nicht 24 Bilder pro Sekunde, sondern 36 oder so, habe ich bisher immer nur die Größe an Leinwand gesehen. Und wie gesagt, ich hoffe, ich denke dran, dieses Bild einzublenden. Wenn ich das im Gegenzug zu Hall of Fame mir angucke, sind das poplige Sitze. Also wir haben da wirklich drin gesessen und ich habe mir gedacht, boah, ich weiß nicht, wohin mit meinen Armen. Und es war nicht voll, wir hatten die 16 Uhr Vorstellung. Ich bin wirklich froh gewesen, dass rechts neben mir keiner gesessen hat. Und eine Freundin, die hat sich da halt reingesetzt und sagte schon, boah, das ist aber eng. Und bei ihr ist das momentan, also sie ist halt eben schwanger, ne, und sagte dann, das ist aber echt eng, auch so von der Hüfte halt und alles. Also bequem ist definitiv anders und dann 190 Minuten da auszuharren, ist schon hart. Also für mich war das in dem Kino mehr ein Hochglanz-Aquarium als alles andere. Kann aber wirklich an der Qualität liegen. Wenn mein Mann Bock hat, sich nochmal Avatar anzusehen, werden wir definitiv wieder in unser gewohntes Kino gehen. Und ich denke, dass da tatsächlich die Qualität anders ist, weil auch der Beamer, also der hat so viel Licht produziert,
dass du von hinten immer Gegenlicht hattest. Und das stört mich total. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich nervt das, wenn du Gegenlicht von hinten hast und alles andere, ja, erhellt ist, ne? Naja, auf jeden Fall zurück zur Story. Die Story an sich hat Potenzial, ist für mich aber total durchschaubar. Die Anfangsszene, beziehungsweise die erste halbe Stunde, denkt man sich einfach, wieso ist das The Way of Water? Wieso heißt der Film so? Ich finde es eigentlich cool gemacht, wie die in die Szene reingehen. Also wie gesagt, der spielt ja 10 Jahre später von dem Teil 1 und wird dann halt eben in Teil 2 eingeführt. Also Sully hat jetzt eine eigene Familie, die haben Kinder und das ist eigentlich auch der Hauptgrund, beziehungsweise die Hauptstory. Also die Story an sich dreht sich eigentlich nur um die Kids, was ein guter Schachzug von James Cameron ist, weil du ja eigentlich darauf dann halt eben die weiteren Filme aufbauen kannst. Weil, wir vermutlich schon alle wissen, 2024 soll ja schon der nächste in die Kinos kommen und ja, es ist so durchschaubar und die Storyline ist irgendwann abgenudelt. Also du hast irgendwann wirklich einen stetigen Kreislauf der Wiederholungen, weil es eigentlich nur darum geht, dass die Kids etwas machen, was sie nicht dürfen, kommen dadurch halt in eine Klemme und die Eltern retten die. Und dadurch entsteht halt einfach die Action. Das ist aber ein wiederkehrender Prozess. Also du hast wirklich in den 190 Minuten, ich sag mal, die letzte Stunde immer wieder dasselbe. Und das nervt mich. Das ist einfach zu lang. Das hätte nicht sein müssen. Man hätte es verkürzen können. Wie gesagt, am Anfang mega mit den einzelnen Storys. Da wird Sully mit seiner Familie halt eben gezeigt. Dann wird Dr. Grace, die ja von Sigourney Weaver gemimt wurde, deren Geschichte kurz angeschnitten, weil in Teil 1 stirbt ihr Avatar ja. Und interessant da ist, dass die ein... Also die ist schwanger, man sieht dann halt eben, wie Grace Avatar dann halt eben schwanger in diesem komischen Becken halt eben liegt. Und diese Tochter Kiwi wird halt von der Sully-Familie adoptiert. Und ja, Cameron hält da so ein bisschen an seinen alten Cast fest, weil auch der Colonel Miles, glaube ich, heißt er, auch der kehrt zurück. Also ich spoiler volle Pulle. Als Avatar. Also der wird ja, ich vergesse den Namen der Frau vom Salima, aber ihr wisst, wen ich meine. Der wird ja dann halt eben getötet und bevor der halt in den Krieg gezogen ist, haben die sich gedacht, machen wir mal ein Backup für den Fall der Fälle, haben seinen kompletten Geist und die Erinnerung halt eben gespeichert und dann in einen Avatar transportiert. Und der kommt jetzt mit einer Avatar-Marine-Gruppe zurück nach Pandora. Und sühnt halt eben nach Rache. Was ich im ersten Teil absolut toll fand, war, dass der Flair der Navis dich gepackt hat. Also unabhängig davon, dass ich die Bildgewalt in Teil 1 definitiv viel, viel toller fand, weil du warst im Wald. Du hast Fauna und Flora, du hast die Tiere. Wenn die da nachts gelaufen sind, haben die einzelnen Pflanzen geblüht und so. Und das fehlt mir so im Teil 2 so ein bisschen. Ja, natürlich ist das Bild toll. Und ja, die Effekte sind auch super. Und James Cameron hat sich da auch wirklich wieder total übertroffen. Aber für mich fehlt die Farbintensität. Weil, und ich denke, das ist das große Manko, es ist ja alles blau in blau. Ne? Also wir kommen da halt eben gleich noch zu. Was mich halt so ein bisschen an dem zweiten gestört hat, ist, dass der Flair der Navis und deren Sprache flöten geht. Also man hat halt in dem ersten Teil ja immer gehabt, du hattest die Amerikaner, die halt eben für sich gewesen sind, die das alles erkundet haben, die haben die Sprache der Navis gelernt, sind dann halt eben zu denen ins Volk, haben sich untergemischt und die haben dann miteinander auf deren Sprache gesprochen und das wurde untertitelt. Das ist jetzt nicht mehr. Also du hast jetzt zwar am Anfang, wenn die sich unterhalten auf deren Sprache, ist das untertitelt. Und der Sully sitzt dann da und sagt, er hat echt Schwierigkeiten gehabt, diese Sprache in seinen Kopf zu kriegen. Aber mittlerweile geht's. Und dann schwenkt das von der Sekunde an, dass die Kids sich auf ihrer Sprache beschimpfen, ins Englische bzw. halt ins Deutsche, bei uns natürlich synchronisiert um. Und fortan sprechen die Deutsch. Also du hast diesen Flair der eigentlichen Sprache, der ja so viel gehypt hat. Also ich habe gelesen, es gibt ja tatsächlich Menschen, die sprechen deren Sprache fließend.
der ist weg, weil die dann nur noch Deutsch sprechen. Und dann auch dieses zwanghafte, ich setze den Stempel von 2022 auf, dass die Jungs dann, also der Sully hat zwei Jungs und zwei Mädchen und die Brüder, die sagen, yo, wow und so, also dieses hat mich total genervt. Ich mag diese Schiene eh nicht. Und dann halt in eigentlich einem so epischen Film, der so viel Potenzial hat, so einen Käse da reinzusetzen, finde ich absolut nicht geil. Naja, wie erwähnt und auch im Trailer schon gesehen, der Colonel da, Miles, glaube ich, heißt er, sühnt natürlich nach Rache und will jetzt Jack Sully und seine Familie jagen. Aufgrund dessen dringen natürlich wieder in Pandora ein und Jack Sully merkt natürlich sehr schnell, okay, die sind wegen mir hier. Und bevor das ganze Volk halt irgendwie platt gemacht wird, müssen wir fliehen. Gesagt, getan, fliehen die natürlich dann halt übers große Wasser. Also die setzen sich dann auf ihre drachenartigen Wesen und flattern dann davon. Und kommen dann halt eben, also der Way of Water, da ist dann nach der ersten halben Stunde, kommen die dann halt eben bei den Meeresbewohnern in Pandora an. Die heißen, Metcaina, ich glaube Metcaina heißen die. Und ja, wie halt schon eben in dem Gequatsche beim Trailer halt eben erwähnt, kommen die natürlich halt eben diese Wasserwelt und müssen sich komplett neu finden. Und die Story da ist auf jeden Fall cool und der Wow-Effekt ist da nochmal so ein bisschen. Ne? Die kommen da hin und du denkst, ja, was soll jetzt anderes kommen? Also Navis sind Navis, aber tatsächlich nicht, die kommen dann hin. Zu diesen Wasserleuten und die sind heller, also die sind mehr türkisfarbener, die haben nicht diese Streifen, sondern halt eher so schuppenartige Malerungen auf ihrem Körper, die haben blaue Augen anstatt gelbe, die haben hier an den Armen, haben die so Schwimmhäute und haben halt eben auch diesen Schwanz, den die Navis ja eigentlich haben. Da haben die eine Flosse beispielsweise, weil es halt eben Meeresbewohner sind. Das fand ich auf jeden Fall total cool. Und die Story dann war für mich auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht, weil es dann natürlich darum geht, dass die Menschen sich, dass die Sullys sich natürlich halt eben anpassen müssen. Weil die kommen ja dahin, hatte ich schon erwähnt, und da wird gesagt, ihr seid Waldbewohner, euch nützen eure Fähigkeiten hier einfach null. Und dann müssen die natürlich tauchen lernen, was natürlich gar nicht so einfach ist. Und dann haben die natürlich halt auch nicht diese Flugdrachen, die die haben, sondern natürlich Unterwasserwesen, die denen dann helfen, wo die sich dann auch mit ihren Haaren da verbinden und so. Ist wie gesagt auf jeden Fall eine coole Storyline, hat aber natürlich die typischen Klischees. Mobbing unter Kinder, also Mobbing generell, weil die Navis haben ja nur vier Finger, also so, ne? Und Jack Sully als Mensch hat ja fünf. Und aufgrund dessen, weil der sich ja mit der, ich weiß den Namen der Frau nie, die von Zoe Saldana gespielt wird, das weiß ich, vermehrt hat, haben die Kids auch fünf Finger. Werden dann schon als Dämonen dargestellt und als nicht rein, weil die halt eben fünf Finger haben. Dann ist dieses typische Geschwisterkonflikt, also der erste Bruder ist quasi der perfekte Krieger und der zweite steht in seinem Schatten und baut nur Scheiße und ist eigentlich immer nur der irgendwie Kacke baut. Dann hast du die Adoptivtochter, die Kiri, die halt eben von der Dr. Grace ja eigentlich gebärt wurde. Es hat geschellt. Es sind vielleicht Päckchen oder Weihnachtssachen oder Filme. Ich komme gleich wieder. Es war doch nur der Nachbar, der sein Paket abgeholt hat, weil ich habe gerade schon einige bekommen und ja, der ist immer so nett und nimmt meine Pakete an, deswegen habe ich es jetzt auch angenommen. Naja, die Kiri, die ja von den Sullys adoptiert worden ist. Typisches Klischee, die Adoptivtochter fühlt sich irgendwie missverstanden und ja, wie gesagt, ohne da halt einfach viel zu spoilern, hatte ich gerade schon erwähnt, ist es halt so der Kreislauf, der halt entsteht und der Kreislauf besteht dann im weiteren Verlauf von den Entführungen, von den verlorenen und den wiedergekehrten Kindern und das halt immer wieder nonstop. Und ich glaube, James Cameron hat irgendwann gemerkt, ja, okay, das wiederholt sich, weil die jüngste Tochter von den Sullys ist dann irgendwann wieder gefesselt und sagt dann, also die ist erst von diesem Gefängnis weg,
Ich gehe da nicht drauf ein und kommt dann auf jeden Fall wieder und wird dann wieder gefesselt und sagt dann selber so, ah, jetzt bin ich schon wieder gefesselt. Und natürlich lacht dann das ganze Kino, aber ich denke, dass James Cameron da halt irgendwie gemerkt hat, okay, ich wiederhole mich. Viele Aspekte sind mit drin, beispielsweise Umweltaspekte, dass die Menschen halt irgendwie da nach Pandora kommen und meinen, ich kann mir alles erlauben und wälze alles platt, weil ich dieses Land haben will. Dass sie halt ohne Rücksicht auf Verluste die komplette Natur niedermähen, nur um sich dann halt eben da breit zu machen. Man hat Aspekte des Walfangs tatsächlich dabei und die Szene, ich werde sie nicht beschreiben, ist wirklich so rührend, dass meine drei Mädels, die neben mir saßen, die haben so geweint. Die eine saß da und hat wirklich geschluchzt, weil es so nah ging. Also ja, das geht natürlich total nahe, aber die war... Die war absolut erschüttert, total emotional. Wie gesagt, man hat halt eben den Aspekt des Mobbings, du hast die Rache da drin und was halt sehr, sehr groß ist, ist halt einfach Familie über alles, ne? Dass Familie immer zusammenhält. Avatar 2 endet mit einer Art Happy End, also erstmal ist es ganz, ganz traurig, dann endet es aber mit einer Art Happy End und mit einem Cliffhanger. Mehr sage ich dazu auf jeden Fall nicht. Was es aber macht, und das ist für mich so der Punkt, wo ich mir denke, ich freue mich so sehr auf den dritten Teil, es bewahrt sich ein ganz, ganz großes Geheimnis. Und zwar ist das Geheimnis oder die Frage des Geheimnisses ist, wer ist der zweite Elternteil von Kiri? Weil Dr. Grace hat die zwar zur Welt gebracht mit ihrem Avatar, aber niemand weiß, wer der zweite Elternteil ist. Und wie das dann halt eben so ist, sie hinterfragt natürlich, wer ist mein Vater, wo komme ich her, wieso bin ich so, wie ich bin, weil sie für sich halt einfach, sie findet sich eigenartig, ne? Und wenn man das alles so reflektiert und wenn man sich die Kiri im Film ansieht und auch näher ansieht und wirklich auch mal so ein bisschen reflektiert und Teil 1 noch mit hinzuzieht, ist meine Vermutung, dass der zweite Elternteil die Navi-Gottheit Aiwa ist. Und zwar habe ich da auch eine These zu. Dr. Grace wird ja in Teil 1, also ihr Avatar wird ja, glaube ich, angeschossen. Oder sie wird angeschossen, dann wird die zurück ins Avatar. Auf jeden Fall wird die zum Baum der Seelen gebracht, damit ja die Ahnen die heilt. Und es ist ja aber so, dass die ja stirbt, weil sie zu schwach ist. Und diese Gottheit Aiwa soll ja das perfekte Gleichgewicht der Lebewesen in Pandora halten. Und meine These ist, dass diese Gottheit gemerkt hat, dass Dr. Grace ja eine ganz, ganz tolle Seele und ein guter Mensch war. Und um das Gleichgewicht zu halten, weil eine gute Person gegangen ist, hat sie vielleicht... in dem Moment Dr. Grace geschwängert, also es klingt total doof, aber geschwängert, damit dann eine gute neue Seele daraus entsteht. Wisst ihr, wie ich meine? Also meine These ist halt einfach, dass die Tochter, die Kiri, der zweite Teil davon diese Gottheit ist, weil das würde nämlich einiges erklären, und jetzt spoilere ich schon wieder, weil die hat eine starke Bindung zu den Lebewesen und zu der Erde. Also die liegt beispielsweise in einer Szene und du merkst oder du siehst richtig, wie die Erde unter ihr pulsiert, wie so eine Art Herzschlag, wo die halt eben liegt. Und die kann mit den Tieren kommunizieren, die kommt zu dir, die hat eine gewisse Bindung und das wird dann nachher auch ein Teil dessen, was dann halt eben zum Ende des Films dann auch gezeigt wird, wo ich das jetzt nicht weiter beschreiben werde. Aber sie sagt halt einfach irgendwann auch zum Sully, also zu ihrem Dad, dass sie den Herzschlag von Aiwa hören kann und spüren kann. Und ich gehe einfach davon aus, dass diese Gottheit Aiwa wirklich der Grace das Kind geschenkt hat, um das Gleichgewicht wieder zu balancieren. Und ist ja somit ein Teil von ihr. Und ja, das ist definitiv interessant zu sehen, finde ich persönlich. Und das ist so meine These. Und darauf baue ich auch, dass... das im nächsten Teil groß dargestellt wird. Also ich fände geil, wenn James Cameron jetzt sagt, also der ist ja leider schon abgedreht, aber dass der sagt, so ist das, wie die Dame vor der Kamera das gerade darstellt. Und
dass es halt einfach vielleicht auch so ist, dass Kiri der Samariter wird, dass die sich zum Schluss von der Avatar-Reihe quasi opfert, um alle zu retten und dann wieder mit der Gottheit Aiwa eins wird. Wisst ihr, wie ich meine? Das klingt total komisch, so total spirituell, aber so ist mein Gedanke. Ja, dass ein Teil von der halt eben in der lebt, damit die dann einfach das irgendwie hinkriegt und Pandora wieder ins Gleichgewicht bringt und dann, wenn die Mission getan ist, irgendwie, dass die dann wieder zurück zu den Ahnen geht und ja, so ist meine These dazu. Ich hoffe, das klingt nicht total abgedreht, aber wie gesagt, ich habe mir da gestern auf jeden Fall noch Gedanken drüber gemacht und ja, da fällt mir gerade auf, da oben steht noch die Ultimate Edition von Avatar, wo der Sully als Figur drin ist. Original verpackt, die habe ich noch gar nicht ausgepackt. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich habe euch nicht zu Tode gelangweilt. Das war so meine These und meine Eindrücke davon. Generell eine gute Storyline, für mich leider ein bisschen zu lang. Bildqualität haut mich nicht aus den Socken im Gegenzug zu Teil 1. Ja, der Film ist toll und also die Bilder sind toll und die Farben sind toll, aber im Gegenzug zu Teil 1 habe ich mir viel, viel mehr an Farbgewalt versprochen, was aber halt, wie gesagt, an dem Kino liegen kann und halt einfach auch daran nicht, weil es einfach blau in blau ist. Also die sind ja in der Wasserwelt und was soll da mehr bunt sein als die Fische, die vielleicht mal vorbeischwimmen, ne? Und vielleicht so ein bisschen Korallen und Blumen. Von daher ist da der Wald oder gibt der Wald natürlich mehr Potenzial für Farbe her. Ja, in diesem Sinne war es das auch schon. War es das auch schon? Wir sind schon bei 30 Minuten, weil ich wieder so ausgeschweift bin. Ich wünsche euch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann Sonntag zu meinem 4. Advents-Special. Und ja, haltet die Ohren steif. Bleibt gesund, zieht euch warm an, es ist arschkalt draußen und in diesem Sinne danke fürs Ansehen, lasst gerne ein Daumchen da, kommentiert, wenn ihr Bock habt und ja, bis zum nächsten Mal, liebe Grüße, danke fürs Ansehen, ciao!